Hallo und herzlich willkommen zurück bei TerraTech. Lange ist es her, dass ihr uns gesehen habt. Und ihr seht jetzt schon, wir spielen in der Early Access Version Update 047. Das ist nämlich jetzt ganz neu erschienen. Oder ein paar Stunden alt. Macht aber auch gar nichts. Es gibt Unmengen an neuen Sachen. Unmengen. Und ja, ich meine, hier Zeit, was zu spielen. Und was auch ganz wichtig ist, Early Access heißt, es ist jetzt auch auf Steam draußen. Das heißt, ihr könnt es euch auch besorgen im Early Access auf Steam. Ja, ich bin jetzt auch erstmal im Steam, dass ich spiele und nicht einfach nur so eine Version einfach so nebenbei. So, hier kann man den aktuellen Spielernamen eingeben. Da bin ich natürlich als Wassermoon drin, was auch sonst. Und wir starten direkt ein neues Spiel. Möchten Sie Twitter benutzen, um den Spielergebnis zu verbessern? Nein, ich finde dann. Würde ich jetzt keinen empfehlen, weil die posten doch ziemlich viel auf Twitter und ich will euch jetzt nicht damit nerven, gerade wenn man ein paar Zuschauer hat, dann ist das natürlich, ja. Willkommen bei TerraTech, das ist Ihre Fragekapsel, beschützen Sie sie? Jawohl, das weiß ich ja schon, das ist nichts Neues, das wissen wir schon, das Teil müssen wir anbauen. Der Anfang ist immer noch derselbe, aber es gibt, wie gesagt, Unmengen an neuen Teilen und ich hoffe, wir werden davon einige erleben. Ja, ich freue mich, ich kam echt schon sehr lange nicht mehr dazu, hallo, bleibst du hier, was mit TerraTech zu machen und ja. Jetzt bin ich quasi da. Ja, und jetzt kann ich wieder hier awesome spielen. Es gibt auch viele neue, viele Anzahl, was auch immer. Es gibt also sehr viele neue Gegner. Letterst oder um 0 um Waffe zu nutzen. Ja, gut, hier. Irgendwie 50 oder 100 neue Gegner, auch Hybrid-Gegner haben sie eingebaut mit verschiedenen Waffen und sowas. Das gab es vorher nicht so viel. Da ist der Enemy und ja, wie auch schon im vorigen Teil haben wir irgendwie diesen Namen. Das ist der Tode. Den werde ich jetzt aber vorher noch geblockt geben hiervon. Das ist ja schon gut. Den Block kann ich mitnehmen, der ist nicht kaputt gegangen, das ist super. Dann machen wir direkt mal wieder so ein 6er-Fahrzeug daraus. Und den Laser, den nehmen wir natürlich auch mit. Den bauen wir einfach mal hier so. Ups, das wollte ich nicht. Ja, so passiert das natürlich, wenn man die falschen Sachen abbaut. Dann ist man gleich am Arsch. So, machen wir mal wieder die Reifen hier dran bauen. So, zack, zack, zack. Mehr können wir erstmal nicht machen. Da gibt es irgendwo noch einen Gegner, wo ich mir mit solchen Sachen gehen. Tschung, okay. Der hat einen Bohrer, den nehme ich natürlich auch gerne mit. Bam! Bam! Komm! Und ihr seht schon, was noch. Was auch jetzt ein bisschen Neues. Die Laser haben wir ein bisschen bewegt. Die haben wir nur straight nach vorne geschossen. Die Leute haben sich auch ein bisschen bewegt. Sehr geil. So. So, nehmen wir diesen Bohrer mit, den packen wir einfach hinten dran. Jetzt haben wir hinten Bohrer, wie geil. So. Jetzt haben wir hier noch Reifen. Reifen, das nehmen wir eher weniger. Stopp, den können wir jetzt oben drauf machen. Oh, da ist noch ein Enemy. Der schießt auf meine Basis. Und ihr seht schon, die Basis ist. Oder beziehungsweise ist meine Basis. Ich weiß gerade nicht. Tötet es, bevor es Eier legt. Jetzt habe ich den Block leider auch angeschossen, das wollte ich eigentlich nicht. So, wir bauen mal eben kurz den Laser um. Wir bauen ihn mal links und rechts von diesem Block hier. Ja, mein Fahrzeug wird schon awesome. Ist das hier meine Basis oder wessen ist das? Was ist das überhaupt für ein? Was ist denn das? Ich sage, es gibt viele neue Teile und ich weiß nicht, was das hier ist und was das da ist. Was ist das? Alter, was ist das? Die Kugel rollt weg. Das ist ein CSU-Generator-Bubble. Was? Gib mal her, das Ding. Wie gesagt, es gibt sehr viele neue Teile. Bubble ist not was? Irgendwas, da war doch gerade noch irgendwas. Ein Stabilisierungs-, was? GISO-Stabilisierungsgrad. Was ist denn da? Moment, Achtung, wie Achtung? Ich habe ja gesagt, es gibt Unmengen an neuen Teilen. Und die müssen wir jetzt mal rausfinden. Was ist denn das hier? Da. Ein Stabilisierungsrad? GSO-Stabilisierungsrad, was mache ich damit? Man weiß es nicht. Ich setze es mal hier hinten dran einfach. Ah, geil, das ist so ein Hinterrad. So. Ah, das ist ja geil. Was ist denn hier mit Achtung? Was ist denn da los? Bubble is not powered. Bubble will only work connected to an active source power. Source of power. Okay, ist das hier ein active source of power? Das ist hier so ein Solarding, ne? Ja, nee, ist klar. Guck mal. Alter. Willst du mich verarschen? Ich will das hochkant hinstellen. Das wäre ja geil, aber. Ich will wohl nicht so. Ah, da hinten dann. Oh, da fällt mein Dinger fast um. Warte mal, der. Komm her. Ah, manchmal kann man das nicht so dran setzen, wie man gerne hätte. Die Bubble rollt jetzt erstmal weg. Alter, da war es doch. Ja, so. Perfekt. So, was ist jetzt mit denen? Was war denn hier? Ich will das. Wir wissen, was das für eine Achtung war. Information. GISO Solar Generator, a good starting Solar Generator, it will convert so lightning into electro. Ja, genau, wir kriegen auf jeden Fall Strom, das machen wir jetzt. Was will er jetzt? Bubble will only work connected to an active source. Er ist doch hier aktiv. Oder was braucht er jetzt? Braucht er irgendwas? But becomes overburned easily. Ja, schade. Overburned easily? Hm. Das normale Rad brauchen wir jetzt nicht.
Also wir haben jetzt so einen Solargenerator dabei. Ich weiß nicht, was wir damit machen müssen, aber wir nehmen den mal mit. Wie gesagt, es gibt Unmengen an neuen Teile. Und ja, wir müssen rumfahren und unsere Basis, glaube ich, mal suchen. Oder Gegner suchen. Da hinten ist ein größerer Gegner. Ich weiß nicht, ob wir den angreifen sollten mit dem, wie wir jetzt gerade hier ausgefallen sind. Ja, ich weiß. Und Laserwaffen. Also jetzt kommt angefangen. Also jetzt ist es zu spät. Junge Freund. So, das war ein bisschen Geschichte, ne? So. Ich hatte noch ein Teil, was ganz geblieben ist, so ein bisschen. Was ist das hier? Also ein Sammelding, okay. Ein paar Reifen. Ja, nichts Wildes. Was ist das hier? Noch eine Kanone, okay. Bohrer. Eigentlich hat er nichts Tolles dabei gehabt, oder? Ah. Wir nehmen den Laser mit, den packen wir vorne drauf. Dann haben wir drei Laser. Rest lassen wir mal hier, weil die Dinger blinken sowieso, die sind schon kaputt. Achso, den können wir auch mitnehmen hier, oder? Die kann man nicht oben draufsetzen. Okay, dann kommt er hinten dran. So, wir müssen noch unsere Basis suchen. Ja, da liegt Holz rum. Aber wir nehmen jetzt gerade schon was mit. Das ist natürlich, ja, kann man machen. Sepp Jelly. Oh, umgekippt, verdammt. Wüstenfels. Also es steht überall dran, was ist. Das ist auch neu, das gab es vorher noch nicht so. Alter, da ist ein Gegner. Oh, oh, shit. Laser kann man auch gut machen, fertig. Das war er schon. Das war easy. Und die Blöcke scheinen auch noch scheinbar halten die Blöcke noch. Das ist gut, da kann ich nämlich hier mit anbauen. Da hinein. Und da hinten hinein. Okay, das ist gerade wieder hinten dran. Geht das jetzt nicht da hinten dran, oder was? Interessant, warum geht das jetzt nicht da hinten dran? Das verstehe ich noch nicht. Es sind ja auch überhaupt nicht so viele Räder, die wir jetzt hier dran haben, ne? So, kann ich das jetzt hinten dran bauen? Ja, so geht doch. Ein bisschen schwerfällig jetzt hier, das Gerät. Ist vielleicht etwas übertrieben lang, ne? Müssen wir mal ein bisschen umbauen, würde ich sagen. Ja, die Laserkanone würde ich schon gerne mitnehmen wollen. Ich packe die einfach mal hier hinten dran, auch wenn sie mir da nichts nützt. Ja, entweder versuchen wir die Basis von uns oder wer weiß was. Es gibt auf jeden Fall sehr viele neue Gegner. Wir können uns auch so neue Teile finden. Aber ich würde schon gerne wissen, was ich mit diesem Solarding überhaupt machen kann. Aber ich sehe noch nicht, wo meine Basis sein könnte. Das wird nicht angezeigt. Was ist da hinten? Da ist auf jeden Fall irgendwas. Und da kämpfen auch welche. Ich fahre mal dahin. Ah ja, ich bin ein bisschen schwer. Es ist ein bisschen lang, was ich hier habe. Und das QSO ist auch irgendwie... Okay, da sind zwei Fahrzeuge und der eine schießt irgendwas nach oben auf jeden Fall. Also, so schaffe ich den nicht. Ich muss auf den rechts da aufpassen. Der ist nämlich näher dran. Ja, toll. Ich habe so ein Zeug gerade vor mir gespawnt. Oh, der hat schon mehr Laser. Oh, oh, das ist... Ne, der Bohrer. Der Bohrer sieht das nicht so schlimm. So, Waffen sind alle kaputt. Jetzt schießen wir aus dem kaputt und dann ist er Geschichte. So. Jetzt würde ich mal sagen, wir bauen mal kurz kurz um. Denn wir haben da ja was Neues gekriegt. So, und zwar haben wir da zwei neue große Teile gekriegt. Da bauen wir einen links und einen rechts hin. Dann bauen wir da hinten einfach Reifen dran, so wie das gehört. Und dann kann man schon wieder sehr viel besser fahren. Oh, guck mal, das ist doch schon... Ich glaube, das ist ein Reifenstück gerade eben so ein bisschen. Nee. Es fährt nicht so gut irgendwie. Oh nein, fahren bitte nicht dahin. Wir haben doch hier größere Reifen, oder? Kann ich die nicht benutzen? Zumindest haben wir einen davon. Wo ist der andere? Komm, lass bitte noch einen anderen Reifen davon sein. Da ist noch eine Kanone, die ist auch sehr gut. Du weg, du dran. Sehr gut. Kanone hier auf die Seite. Haben wir davon noch eine? War da noch eine oder sowas? Da ist mein QSO-Ding, da ist das andere Ding. Jetzt müssen wir natürlich alles noch gleich wieder aufsammeln hier. Stopp mal kurz, da ist noch ein großer Reifen. Da noch einer, guck mal. Awesome. Das habe ich erstmal weggeschmissen bis ins Nirvana. Egal, finden wir schon gleich wieder. So. Wo ist das Teil? Wo ist der Reifen? Oh, da hinten. Komm her. Komm her. Ich brauche ihn wieder vorne. Da dran. So, zum Schutz vorne haben wir natürlich gar nichts mehr. Das ist irgendwie blöd. Deswegen bauen wir vorne einen Bohrer dran. Der schützt mich ja auch ein bisschen. Na, sieht doch awesome aus, oder? Ich weiß ja nicht. So, dann setzen wir das Ding wieder hier mittig, würde ich draufsetzen wollen. Danke. Hochkant, okay. Und den Bubble-Generator auch. Aber irgendwas fehlt dem Generator. Ja. Eine Source of Power, das haben wir doch hier. Ist das keine Source of Power? It will convert sunlight into electricity. Whilst uncharged, but becomes over... Ja, keine Ahnung.
Interessantes Fahrzeug habe ich auf jeden Fall hier jetzt hier. Irgendwie noch ein paar Laser irgendwo draufsetzen, aber das ist nicht breit genug, um Laser draufsetzen. Und mehr Teile haben wir ja auch nicht, ne? Was liegt hier so rum? Was ist das hier? Das ist ein Klumpen irgendwas. Okay, hier ist noch eine Laserkanone. Hier sind noch zwei Laserkanonen. Ich setze die mal einfach hier hinten drauf. Die können wir gleich irgendwo hinpappen. Nachdem wir da den da fertig gemacht haben. Oh, kaputt geschossen. Okay, ich habe was kaputt gemacht. Das war, glaube ich, eine Basis. Ah, guck mal, cool. Das können wir abnehmen. Können wir mal vorne eine Laserkanone dran setzen. Was ist das hier? Was ist das? Radarmäßig ist irgendwas. Oh, cool. Ah, die Map. Okay, wir brauchen also jetzt so ein Radar. Ich sag ja, das ist alles so ein bisschen neu. Was sind das hier für Dinger? GSU-Lieferungszentrale. 1-Slot-Raffinery. Was ist das denn hier? Wenn ich jetzt da was dranhänge, zum Beispiel dieses Ding hier. Und diesen Feldgenerator auch. Ah, dann ist das jetzt meine Basis quasi. Ja, also so verstehe ich das jetzt. Kann ich das hier, meine Sachen abliefern? Ah, guck mal, cool, das funktioniert. Der macht also Energie aus Sonnenlicht. Das heißt, meine Basis ist jetzt schon immer automatisch ein bisschen geschützt. Das finde ich ja... Oh, okay, der hat eingestellt, dass er irgendwie scheinbar Rubber verkauft. Kann ich das irgendwie... Also scheinbar verkauft er Lieferungszentrale. Der schießt Rubber nach oben. Okay. Dann sage ich da einfach mal so, okay, ne? So, wir nehmen auch mal diese Waffe noch mit. Wir brauchen dann auch auf jeden Fall noch ein paar neue Teile. Ja, aber bauen kann ich da jetzt mit nichts mit, ne? Der liefert das einfach nur nach oben und ich krieg Geld dafür. Das ist ein Fragezeichen. Was ist da? Fragezeichen? Ist da meine Basis da hinten? Wo das Fragezeichen ist? Dann sollte ich lieber das hier mitnehmen, oder? Na, ich finde das bestimmt wieder, das ist kein Problem. So, wir fahren mal darüber, wo das Fragezeichen ist. Da drüben ist ein Kerl, der besitzt sehr viele Teile. Den schießen wir auseinander. Direkt aus der Ferne. So, dann hört er mich gar nicht. Interessanter Gegner, hat der keine Reifen? Der kann sich überhaupt nicht bewegen, oder? So, der hat nur mehr Reifen. Okay. Haben wir. Und er hat einiges an Laserkanonen dabei gehabt. Und er hat. Oh, der hat auch so neue Fahrzeugteile hier. Wo ich mir quasi einen neuen. Irgendwas zusammenbauen kann. Okay, wir machen mal hier einfach die Reifen ab. Und wieder dran. Den anderen Reifen auch. Und dann haben wir ein Problem, dass wir den auf mich schießt. Boah, das ist so viel Kanone. Dann legst du dich mit mir an. Und du hast hier genug Reifen. Ja, jetzt lauf die Zentrale los. Töte ich die Zentrale. Gut. So, jetzt können wir vorne erstmal ein paar Laser dran bauen, das ist immer wichtig. Sehr schön, guck, das sieht gut aus. So, die Laser verschieben wir nach hier. Das Fahrzeug ist ein bisschen breiter geworden jetzt. Wir machen mal hier so noch ein paar Teile zwischen. Haben wir noch ein paar Teile hier? Dann machen wir die noch ein bisschen höher hier. Super, guck mal, da setzen wir die jetzt oben drauf. Was ist das hier? Weiß man nicht. Hatte ich nicht gerade noch so irgendwo so eine Kanone gesehen? Naja, da ist sie doch, so. So, dann setzen wir noch diesen Laser dahin. Diesen Laser dahin. Okay. Hier kann ich mir irgendwie neue Fahrerkapseln zusammenbauen. Kann ich die einfach mitnehmen hier hinten dran? Habe ich dann zwei Fahrerkapseln? Ist das awesome? Wenn eine kaputt geht und so? Was ist das hier für ein Ding? Setzen wir oben drauf. Was ist das? GSU Multi was? Hallo? Sucher KI-Modul. Eine. Oh, guck mal, Deutsch. Eine wesentliche Komponente, um Fahrzeuge in der Flotte bestimmte Befehle zu erteilen. Okay. Wir können jetzt eine andere Flotte zusammen. Fahrzeuge mit Flotten. Was können wir machen? Awesome? Oder was? Ich weiß nicht. Andere Fahrzeuge in der Flotte Befehle zu erteilen. Dann ist schon wieder ein Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. Try making a new tech now. Using the cap and some blocks. Ja. Das try ich. Ich würde ja gerne den Text da wegmachen, aber so. Ja, ich habe es doch jetzt gelesen, ist doch in Ordnung. Screenshot machen, Name, ach nee, dann speichere ich das nur, ne? Will ich ja gar nicht. Doch, will ich das? Doch, will ich. Name, 1. Speichern. Tweets ist? Nein. Ich hoffe, der hat das jetzt irgendwie gespeichert oder so. Ich habe keine Ahnung. Denn die Folge ist vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von TerraTech. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.